Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich möchte euch heute diese niedlichen Nadelmäuse zeigen. Das sind Fingernadelkissen, die kann man als Anfänger gut nähen, die sind schnell genäht, die kann man mit älteren Kindern nähen und ich finde, die machen gute Laune und viel Spaß und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das sind die Einzelteile meiner kleinen Nadelmaus. Füllwatte, ein bisschen Garn, Rest, dünne Wolle für die Schnurrbarthaare, ein Stück Stoff 10 x 10 cm, eine größere Perle für die Nase und zwei kleinere für die Augen. Und dieses erste hatte ich aus Niki gemacht und das drehe ich natürlich ein bisschen auf. Also da ist der Stoff schon dick, die ist tatsächlich wunderbar für meine großen Hände. Wenn ihr die aber für Kinder macht oder wenn ihr kleine Hände habt, dann würde ich auf jeden Fall Baumwolle nehmen und das Schnittmuster etwas verkleinern. Ja, dieses Stück ist 10 x 10 cm, da ist die Nahtzugabe enthalten. Und ich nähe die Kanten etwa 1 cm überlappend nachher zusammen. Und ja, bei kleineren Händen, zierlichen Händen, da würde ich das einfach verkleinern auf vielleicht 9 cm. Das Stück wird rechts auf rechts zusammengefaltet, zusammengesteckt und dann abgenäht, wie ich es hier eingezeichnet habe. Die Nahtzugabe ist 0,75 cm. Ich fange hier an, verriegel, nähe hier bis zur Ecke, mache 3 Stiche zurück, wieder vor, da auch 3 Stiche hin und zurück. Einfach um diese Spitze ein bisschen zu schonen beim Wenden nachher, dass die nicht so schnell kaputt geht. Nähe dann bis hierhin, verriegel hier, fange hier wieder an zu nähen, verriegel hier bis zum Ende und verriegel hier wieder. Nahtzugaben etwas zurückschneiden, hier oben quer, hier einmal quer ganz rüber und hier wieder quer und den Rest ein bisschen zurückschneiden, nur nicht da, wo die Wendeöffnung ist. Das Stück braucht ihr noch, um die Wendeöffnung nachher zu schließen. Jetzt könnt ihr sie wenden. Ich habe mir einen Faden in die Nadel gemacht, habe hier meine Wendeöffnung, da gehe ich rein und ich habe einen Knoten im Faden. So, guck jetzt, wo ich das eine Auge hinmachen möchte. Ungefähr da. Und nähe das hier mit 2 Stichen fest. So, gehe jetzt darunter zwischen die Stoffe und nähe das andere Auge auch gleich an. Und dann gehe ich hier wieder runter, vorne zur Spitze und da kommt das Näschen hin. Jetzt wieder mit der Nadel in die Mitte gehen, zwischen die Stoffe, zur Wendeöffnung
Jetzt kommt da ein bisschen Füllwatte rein. Dann die Wendeöffnung schließen. Die Schnurrbarthaare werden einfach darum geknotet, also um den Faden, der die Perle hält. Ich knote einmal nach oben und einmal nach unten, also so ein halber Knoten. Mit dem anderen mache ich es genau andersrum. Ein bisschen zurechtschneiden. Im Idealfall könnt ihr jetzt gucken, wo er hin soll oder wo das Nadelkissen hin soll. Also bei mir ist es entweder der Zeigefinger oder der Mittelfinger. Die sind etwa gleich breit. Dann könnt ihr gucken, wie weit das hier hin überlappen muss. Und näht das noch mit ein paar Stichen zusammen. So, damit ist mein zweites Mäuschen fertig. Ich finde die wirklich ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man näht und ja, die Nadeln dann in der Hand hat. Und ganz süß. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.